بسم الله الرحمن الرحيم اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته liebe Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag bei der Erläuterung der Namen Allahs subhanahu wa ta'ala. Heute machen wir erstmal weiter mit einigen Aspekten bezüglich des Namen Al-Azim. Wir hatten das letzte Mal über diesen Namen gesprochen. Und nun geht es weiter mit der Verbindung mit anderen Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Bevor wir weitermachen, erst einmal kurze Frage, ob der Ton vorhanden ist. Wie sieht es aus? Ton ist anscheinend nicht vorhanden. Elias? Okay, alles klar. Gut. Alles klar. Also, es geht mit der Verbindung mit den anderen Namen, also zusammen mit dem Namen Al-Azim, und zwar zum Beispiel Al-Azim und Al-Ali, also der Erhabene, subhanahu wa ta'ala. Diese beiden Namen wurden an zwei Stellen im Koran miteinander verbunden, und zwar sagt Allah Azza wa Jal in Ayat Al-Kursi, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Also Al-Ali und Al-Azim wurden hier zusammen erwähnt. Sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde und ihre Behütung beschwert ihn nicht. Er ist der Erhabene und Allgewaltige. Und Allah Azza wa Jal sagt in einer anderen Ayah, لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Ihm gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und er ist der Erhabene und Allgewaltige. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah schreibt bezüglich dieser Verbindung beider Namen Al-Ali und Al-Azim, Allah hat seinen Dienern geboten, diese beiden Namen im Ruku' und im Sujud auszusprechen. Wie authentisch überliefert wurde, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als die Ayah offenbart wurde, فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, darum preise den Namen deines allgewaltigen Herrn. Er sagte, benutzt es in eurem Ruku', also in der Verbeugung im Gebet. Und als die Ayah offenbart wurde, preise den Namen deines höchsten Herrn, da sagte er, benutzt es in eurem Sujud. So verbindet Allah sehr oft diese beiden Eigenschaften, wie in der Ayah, die ich gerade erwähnt habe, ihm gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und er ist der Erhabene und Allgewaltige. Und Allah Azza wa Jal sagt, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Dies, weil Allah die Wahrheit ist und weil das, was sie anstatt seiner anrufen, das Falsche ist, und weil Allah der Erhabene, der Große ist. Also Ibn Qayyim rahimahullah erwähnt hier nochmal, dass dieser Name Al-Ali auch mit ähnlichen Namen erwähnt wird, wie Al-Azim, eben Al-Kabir, der Große. Und Allah Azza wa عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. Er ist der Kenner des Verborgenen
und das Offenbaren der Große und Hocherhabene. Also hier Kabir und Muta'al zusammen, also Kabir der Große und Muta'al der Hocherhabene. Ibn Qayyim sagt nun, nachdem er diese Ayat aufgezählt hat, er bestätigt damit seine Erhabenheit über die Schöpfung und seine Gewaltigkeit. So deutet die Erhabenheit auf seine Ehre und die Gewaltigkeit auf seine gewaltige Stellung, sowohl in seinem Wesen als auch in seinen Eigenschaften. Also Ibn Qayyim rahimahullah sagt, das finden wir an mehreren Stellen, auch wenn nicht immer mit dem Namen Al-Azim, sondern manchmal mit dem Namen Al-Kabir, ebenso nicht immer mit dem Namen Al-Ali, sondern manchmal mit dem Namen Al-Muta'al. Aber alle diese Namen deuten auf zwei Eigenschaften Allahs hin. Er ist der Erhabene und er ist der Große oder Gewaltige. Ibn Qayyim schreibt an anderer Stelle, er verbindet diese beiden Namen, die auf seine Erhabenheit und Gewaltigkeit hinweisen, miteinander, und zwar am Ende der Ayah Al-Kursi, also des Thronschemels in Surat Ash-Shura, die wir erwähnt haben, in Surat Ar-Ra'd und Surat Saba, wo Allah subhanahu wa ta'ala das auch erwähnt. Dann sagt er, im Vers des Thronschemels, also Ayat Al-Kursi, erwähnt er das Leben und das ist die Grundlage aller Eigenschaften. Also Allah azza wa jal fängt ja in Ayat al-Kursi an, Allahu la ilaha illahu al-hayy. Also Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, der Lebendige, al-Qayyum und der Beständige. Also sagt er hier, im Vers des Thronschemels erwähnt Allah das Leben, welches die Grundlage aller Eigenschaften darstellt. Das heißt, weil Allah lebt, ist er der Wissende und der Allweise, der Mächtige, denn es kann nicht sein, dass jemand nicht lebt und dann vollkommen ist. Also das ist die Grundlage, dass Allah lebt, deswegen erwähnt er es hier. Zusätzlich erwähnt er seine Beständigkeit. Al-Qayyum, also der Beständige, der ewig Bleibende, subhanahu wa ta'ala, die auf sein Wesen und sein Verweilen hinweist, nämlich, dass er keine Mängel besitzt wie Schlaf oder Schlummer. Danach erwähnt er seinen vollkommenen Besitz, also in Ayat al-Kursi, und seine Einzigkeit. So kann niemand ohne seine Erlaubnis Fürsprache einlegen. Und danach beschreibt er sein weites und umfassendes Wissen und erklärt, dass kein Geschöpf irgendetwas wissen kann, ohne dass er es will. Anschließend erwähnt er die Weite seines Thronschemels, wobei er auf die Weite, Gewaltigkeit und wobei er, Subhanahu, also Allah, der Gewaltige und der Erhabene ist. Also Ibn Qayyim rahimahullah hat hier eine Zusammenfassung von Ayat al-Kursi gegeben und dann sagt er, danach beendet er diese Ayah mit den beiden edlen Namen, die auf die Erhabenheit seines Wesens und seine Gewaltigkeit deuten. Das bedeutet, Al-Ali und Al-Azim, die Erhabenheit und die Gewaltigkeit sind wie Ursache-Wirkung. Weil er der Erhabene ist, also er steht über allem, das bedeutet, er ist unabhängig. Deswegen ist er also der Gewaltige, subhanahu wa ta'ala. Und diese beiden Eigenschaften erwähnen wir im Gebet. Im Ruku' sagen wir, subhana rabbi al-azim. Und im Sujud sagen wir, subhana rabbi al-a'la. Warum erwähnen wir im Sujud, subhana rabbi al-a'la? Das werden wir inshallah noch näher sehen, wenn wir über diesen Namen reden, weil du, je mehr du dich hinunter begibst mit deinem Haupt, umso höher ist deine Stellung bei Allah Azza wa Jalla. Warum? Weil dein Haupt, also dein Kopf, besitzt deinen Verstand. Und das macht dich so besonders. Ja, jemand, der seinen Verstand nicht mehr hat, der verhält sich eben nicht normal. Das heißt, warum du Respekt bekommst von Menschen
und Lob ist ja dein Verstand, dass du dich gut verhältst, dass du dich gut artikulierst. So, das ist also dein Kapital. Das legst du auf den Boden hin. Ist eine Geste, ja Rabbi, du bist mir wichtiger als alles. Das war das Wichtigste, was ich besitze. Mein Verstand liegt auf dem Boden. Wenn du also diese Niederwerfung machst, zeigst du Unterwerfung, dass du dich unterwirfst. Und je tiefer dein Haupt ist, umso höher wirst du bei Allah gelangen. Und deswegen ist man als Muslim seinem Herrn am nächsten in der Niederwerfung, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Warum? Weil das die höchste Form der Unterwerfung ist. Warum steht nun der Name Al-Ali vor dem Namen Al-Azim? Wie ich gesagt habe, das ist Ursache, Wirkung. Allah ist allgewaltig aufgrund seiner Erhabenheit. Also die Ursache ist seine Erhabenheit und deswegen ist er allgewaltig. Das war nur ein Zusatz zu dem, was wir das letzte Mal besprochen haben. Kommen wir nun zum nächsten Punkt oder zum nächsten Namen, und das ist der Name Al-Qahir beziehungsweise Al-Qahhar. Also Allah Azza wa Jalla hat zwei Namen mit der ähnlichen Bedeutung oder mit dem ähnlichen Aufbau. Al-Qahir, der Bezwinger. Al-Qahhar, der Allbezwinger. Also das ist so wie eine Steigerung, also Steigerungsform. Und das haben wir ja sehr oft auch, Ghafir und Ghaffar, also der Vergebende und der stets Vergebende. Der Name Al-Qahir wurde im Koran zweimal erwähnt. Allah Azza wa Jal sagt, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Er ist der Bezwinger über seinen Dienern und er ist der Allweise und Allkundige. Und Allah Azza wa Jalla sagt, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. Er ist der Bezwinger über seinen Diener und er sendet Hüter über euch, bis, wenn dann zu einem von euch der Tod kommt, ihn unsere Gesandten abberufen und sie vernachlässigen nichts. Der Name Al-Qahhar wird im Koran sechsmal erwähnt. Und zwar immer zusammen mit dem Namen Al-Wahid. Also Al-Wahid Al-Qahhar. Unter anderem sagt Allah Azza wa Jal, يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. O meine beiden Gefängnisgefährten, das sagte Yusuf alayhi salam, O meine beiden Gefängnisgefährten, sind verschiedene Herren besser oder Allah der eine, der Allbezwinger? Al-Wahid, der eine, Al-Qahhar, der Allbezwinger. Das heißt, ist es denn besser, wenn man mehrere Götter hat oder einen, ja, der Allbezwinger ist, also der alle anderen Geschöpfe besiegt? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Sag, Allah ist der Schöpfer von allem und er ist der eine, der Allbezwinger. Eine weitere Ayah, in der dieser Name erwähnt wurde, lautet: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. An dem Tag, da die Erde zu einer anderen Erde verändert werden wird und da sie vor Allah erscheinen werden, dem einen, dem Allbezwinger.
Das sind einige Beispiele, in denen dieser Name im Koran erwähnt wurde. Der Name Al-Qahir kommt vom Verb Qahara. Und das bedeutet natürlich bezwingen, besiegen. Und der Gelehrte Az-Zajjaj, rahimahullah, sagte, man benutzt das Verb Qahara, wenn man, also im Arabischen, wenn man ein Kamel zähmt und sich gefügig macht. Ibn Manzur schreibt, Al-Qahr, das ist das Substantiv. Also Qahara, bezwingen, besiegen, das ist das Verb. Und Al-Qahru, also das Bezwingen oder die Bezwingung, ist das Besiegen, das Erlangen der Oberhand. Man sagt, ich habe sie bezwungen, das heißt, ich habe sie gegen ihren Willen eingenommen. Und der Name Al-Qahhar hat dann diesen Aufbau, den wir schon öfters erwähnt haben bei den Namen Allahs, Fa'al. Den hatten wir bei Ghaffar, bei Tawwab, bei Jabbar und so weiter. Dieser Aufbau, der deutet immer darauf, dass Allah diese Eigenschaft nicht nur einmal hat, sondern ständig. Ja, das ist eine sogenannte Hyperbel, also eine Form der Übertreibung im Sinne von, dass es nicht nur einmal ist. Allah bezwingt nicht einmal, sondern ständig. Es gibt keinen Moment, in dem er nicht bezwingt, sondern Allah subhanahu wa ta'ala besiegt jeden zu jeder Zeit für immer und ewig. Was bedeutet nun der Name als Name Allahs? Al-Imam al-Tabari, der Tafsir-Gelehrte, schreibt, Al-Qahir ist derjenige, der sich alle gefügig und zu Dienern gemacht hat und der über ihnen ist. Das heißt, er ist derjenige, der über alle Menschen herrscht, der sie alle bezwingt. Niemand kann seinen Bestimmungen entfliehen, sondern alle sind sie Diener Allahs, im Sinne, dass kein Mensch sagen kann oder kein Mensch flüchten kann vor der Bestimmung Allahs subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah sagt, die Bezwingung wird nur einem einzigen zuteil. Gäbe es neben ihm einen Gleichwertigen, dann hätte er ihn nicht, dann hätte dieser, also der Zweite, ihn bezwungen und er wäre damit nicht der Bezwinger. Das heißt, wenn du sagst, jemand hat einen anderen bezwungen, dann kann es keine zwei Sieger geben. Also der eine ist Sieger, der andere ist Verlierer. Das heißt, wenn Allah der Bezwinger ist, dann kann es keinen anderen neben ihm geben, der auch Bezwinger ist. Ja, so einer von beiden muss gesiegt haben. Also ist der andere ein Verlierer. Das bedeutet, dieser Name der Bezwinger, Al-Qahhar, zeigt oder deutet auf die Einzigkeit Allahs oder auch Al-Qahir. Und deswegen wird, wird der Name Al-Qahhar immer mit dem Namen Al-Wahid, der Eine. Ja, es kann nur einen Sieger geben, es kann nur einen Bezwinger geben. Dann sagt Ibn Qayyim rahimahullah, wenn er aber bezwingt, dann sind die von ihm Bezwungenen keine Gleichwertigen und somit ist er der Eine. Al-Khattabi schreibt, Al-Qahhar ist derjenige, der die Tyrannen unter seinen Geschöpfen durch die Vernichtung und die Schöpfung durch den Tod bezwungen hat. Das sind also Beispiele. Er sagt, Al-Qahhar, der Bezwinger, zeigt sich unter anderem, wenn wir uns die Geschichten der Tyrannen anschauen. Pharaon, wo ist nun Pharaon? Er wurde vernichtet. An-Namrud, das war der Tyrann zur Zeit von Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Wo ist er? Er ist vernichtet. Ad, das Volk. Thamud, das waren mächtige Völker, gewaltige Völker. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie allesamt vernichtet. Das bedeutet, Allah ist der Bezwinger. Das heißt, zum einen zeigt sich diese Eigenschaft dadurch, dass Allah besiegt und bezwingt. Und zum anderen, dass jeder Mensch irgendwann mal stirbt. Und da bezwingt Allah.
Und nicht nur manche Völker oder manche Menschen, sondern jeder wird den Tod kosten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein gutes Ende geben. Daher hat nur Allah diese Eigenschaft. Das besitzt niemand. Also keiner kann Bezwinger sein. Also diese Eigenschaft kann niemand haben, darf auch niemand für sich beanspruchen, dass er denkt, er wäre der Bezwinger von allen Menschen. Der Mensch hingegen soll sich davon fernhalten. Allah Azza wa Jal sagt, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. In Surat al-Duha sagt Allah, was nun die Waise angeht, also Waisenkinder, so unterjoche sie nicht. Also was heißt? Also demütige sie nicht, erniedrige sie nicht. Ja? Und da benutzt Allah Azza wa Jal dieses Verb. Fala, also du sollst nicht, fala taqhar. Das bedeutet, man soll sie nicht unterdrücken und nicht unter die eigene Gewalt bringen, dass man sie dann ausnutzt, nur weil sie keine Eltern mehr haben oder keinen Vater mehr haben oder keine Mutter mehr haben. Wobei Liatim im Arabischen ein Waisenkind ist, dessen Vater gestorben ist. Aber das gilt natürlich auch, wenn die Mutter gestorben ist und der Vater noch lebt. Man soll Waisenkinder nicht unterdrücken, weil sie haben nicht mehr diesen Halt, ja, den andere Kinder haben. Daher tadelt Allah subhanahu wa ta'ala Fir'aun, als dieser sagte, قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. Er sagte, also Pharaon, wir werden ihre Söhne allesamt töten und nur ihre Frauen am Leben lassen, um sie als Sklavinnen zu benutzen natürlich. Wir sind ja Bezwinger über sie. Das bedeutet, diese Eigenschaft, dass du Menschen unterdrückst, dass du die Macht, die Allah dir gegeben hat, ausnutzt, das ist eine sehr schlechte Eigenschaft. Weil das ist nicht der Fall bei Allah. Das heißt, Allah nutzt nicht seine Macht aus, um Menschen zu unterdrücken, sondern er ist Bezwinger, weil er gerecht ist. Das heißt, Allah Azza wa Jal bestraft nur diejenigen, die Strafe auch verdient haben. Obwohl Allah sie aufgerufen hat und ihnen Aufschub gewährt hat, dass sie immer wieder zurückkehren und bereuen. Aber der Mensch, der hat nie Recht, andere zu bezwingen im Sinne von zu unterdrücken. Und das ist eine Eigenschaft, die niemand haben darf, der Verantwortung trägt. Ob du Vater bist, Ehemann bist, Mutter, Ehefrau, Verantwortung auf der Arbeit. Egal, wo du Verantwortung trägst, sollst du kein Pharaon sein. Also du sollst nicht ein Bezwinger sein, ein Tyrann sein, der die Menschen nicht mit Gnade behandelt, sondern mit dieser Tyrannei, möge Allah uns davor bewahren. Al-Imam Ibn Qayyim sagt, es ist nicht zulässig, Könige als Bezwinger zu bezeichnen, so wie man sie und auch nicht als Mutakabbir, ja, Überhebliche, ja, sondern das sind eben Namen, die gebühren nur Allah Azza wa Jalla. Du kannst nicht sagen, jemand ist der Jabbar, ja, oder der Qahhar, der Mutakabbir. Diese Namen gebühren nur Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenso nicht Al-Awwal oder Al-Akhir, also der Erste oder der Letzte. Das sind Eigenschaften, die gebühren nur Allah subhanahu wa ta'ala. Kein Mensch ist so. Im Gegensatz zu anderen Eigenschaften. Du kannst sagen, ein Mensch ist gnädig, ein Mensch ist wissend, ein Mensch ist weise, ein Mensch ist liebevoll. Und das sind auch alles Eigenschaften Allahs. Natürlich, Allah ist vollkommen in diesen Eigenschaften und ähnelt nie seinen Geschöpfen in diesen Eigenschaften. Nur, dass ein Geschöpf auch diese Eigenschaften haben kann in der menschlichen, unvollkommenen Art und Weise. Aber als Bezwinger, als Überheblicher und so weiter, das darf ein Mensch nie sein, aber Allah subhanahu wa ta'ala, weil er das Recht dazu hat. Das hatten wir ja schon bei dem Namen Al-Mutakabbir.
Dieser Name Al-Qahir wurde mit dem Namen Al-Wahid erwähnt. Das hatten wir schon gesagt, vorhin in den Ayat. Warum? Weil das eben auch Ursache-Wirkung ist. Ja, das heißt, weil Allah der Bezwinger ist, ist er alleine. Es kann keinen zweiten geben. Und diese Eigenschaft erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Wenn Allah azza wa jal alle Geschöpfe sterben lässt, selbst Malakul Maut, wenn niemand mehr lebt, außer Allah, also dieser Zeitpunkt wird kommen. Alle Menschen sind tot, alle Tiere, alles ist weg. Selbst die Engel werden sterben. Und dann sagt Allah azza wa jal, limanil mulkul yawm, wem gehört die Herrschaft heute? Dann antwortet natürlich niemand, weil es niemanden mehr gibt. Dann sagt Allah azza wa jal, lillahi al-wahid al-qahhar. Es gehört Allah, dem einen, dem Bezwinger. Das bedeutet, Allah azza wa jal spricht dann, weil es keinen anderen gibt, der antworten kann, weil alle tot sind. Das bedeutet, Allah hat alle besiegt, hat alle bezwungen und deswegen ist er der eine, subhanahu wa ta'ala. Und hier erwähnt Allah azza wa jalla nicht, dass er der Einzige ist, sondern der Eine. Was ist der Unterschied zwischen Einer und Einzig? Einzig, wie zum Beispiel bei Qul huwallahu ahad. Warum erwähnt Allah azza wa jalla in Surat al-Ikhlas Qul huwallahu ahad den Namen ahad, einzig, und nicht wahid? Weil einzig hat die Bedeutung, es gibt jemanden, der behauptet, er sei der Zweite. Also sagt er, nein, er ist der Einzige. Wenn wir sagen, jemand der Einzige im Haus ist, XY, heißt das, es könnte noch einen Zweiten und Dritten geben? Nein, weil du sagst, es ist der Einzige. Also es ist unmöglich, dass jemand anderes da ist. Wann benutzen wir das? Wenn jemand denkt, vielleicht wäre da ein anderer. Und Allah azza wa jalla erwähnt das in Surat al-Ikhlas. Warum? Als Antwort auf diejenigen, die sagen, dass Jesus eben Sohn Gottes ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Kind hat. Deswegen verneint Allah das in Surat al-Ikhlas. Er hat weder gezeugt, noch wurde er gezeugt. Aber hier in der Ayah, jetzt wegen Yawm al-Qiyamah, da gibt es niemanden, der sagen könnte, okay, vielleicht gibt es einen Zweiten. Also benutzt Allah nicht den Namen der Einzige, weil es ist klar, dass er der Einzige ist, sondern er sagt, er ist der Eine. Warum? Weil er der Bezwinger ist. Und das sind so einige Feinheiten, warum Allah azza wa jalla mal so den Namen benutzt und mal so den Namen benutzt, wie es die Gelehrten erwähnt haben. Eine weitere Verbindung ist der Name Al-Qahir mit Al-Hakim und Al-Khabir, wie wir in der Ayah gesehen haben. Er ist der Bezwinger über seinen Dienern und er ist der Allweise und Allkundige, Al-Hakim und Al-Khabir. Der Name Al-Qahir lässt den Menschen Furcht empfinden. Das sind so Namen Al-Azim und Al-Aziz und Al-Mutakabbir und Al-Qahir, Al-Qahar, Al-Jabbar. Diese Namen mehren die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier ist wichtig, liebe Geschwister, dass wir wissen, Furcht vor Allah ist etwas Gesundes. Weil einige denken, es ist schlimm, wenn eine Religion von einem Gott spricht, vor dem man Angst hat. Ja? Man redet nur von dem liebenden Gott, nur von dem barmherzigen Gott. Und diese Fehlinterpretation oder dieses Fehlverständnis, das falsche Verständnis, hat eine Auswirkung bei Schicksalsschlägen. Deswegen kommt ja immer dieser Satz, wie kann Gott Unheil zulassen? Weil man denkt, Allah ist der liebende Gott, er bestraft nie. Und das ist ja falsch. Allah ist der liebende Gott, aber er bestraft auch. Das heißt, damit wir diese Frage richtig beantworten, warum gibt es Unheil, warum lässt Allah azza wa jalla das Schlimme zu, müssen wir erstmal wissen, wer ist Allah? Allah ist der Liebende und der Bestrafende.
Azzawajal ist der Barmherzige und der Bezwinger. Wir brauchen also ein Gleichgewicht. Du darfst nicht nur denken, Allah ist liebend, barmherzig, allvergebend. Und du darfst auch nicht denken, Allah ist nur bestrafend und bezwingend und der Stolze und so weiter, der Gewaltige. Sondern Allah ist beides. Er ist barmherzig und er ist der Bezwinger. Er ist der Liebevolle und derjenige, der streng im Strafen, bestrafen ist. Und deswegen sagt Ibn Qayyim rahimahullah, die Ibadah, wenn wir Allah anbeten, das ist wie ein Vogel, dessen Kopf ist die Liebe. Das ist unser Motor. Wir lieben Allah. Warum? Die ganzen Gaben, die wir erhalten haben von Allah. Aber dieser Vogel hat zwei Flügel. Hoffnung und Furcht. Das heißt, die Namen Al-Ghafur, der Allvergebende, Ar-Rahman, der Barmherzige, Al-Halim, der Nachsichtige und so weiter. Diese Namen, die führen zur Hoffnung. Aber du brauchst noch fürs Gleichgewicht den anderen Flügel. Und zwar, dass du weißt, Allah ist derjenige, der streng im Bestrafen ist, der Gewaltige ist. Da hast du Furcht vor Allah. Und mit diesen beiden Flügeln fliegst du eben ins Paradies. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Eintritt ins Paradies gewähren. Wir dürfen also nicht denken, es hat sowieso keinen Sinn, Allah ist der Gewaltige, also ich brauche nichts zu tun, ich bin in Jahannam, möge Allah uns davor bewahren. Auf der anderen Seite darf ich auch nicht sagen, ich kann mir alles leisten, Allah vergibt sowieso. Sondern wir müssen, wenn wir sündigen, Furcht bekommen. Aber wenn die Sünde schon vorbei ist, dann gilt es, Hoffnung zu haben, dass wir wieder zurückkehren dürfen vor Allah. Das heißt, vor der Sünde, denke an diesen Namen. Allah ist der Bezwinger, er kann dich fertig machen. Wenn du seine Gaben benutzt, wer weiß, also Allah weiß, was er dann mit dir anstellt. Das ist was? Ein Schutzmechanismus, diese Furcht. Das ist kein Drangsal, keine, Allah Azza wa Jal will den Menschen nicht quälen damit, sondern es ist ein Schutzmechanismus. Stell dir mal vor, du hättest keine Angst vor einem Löwen. Dann viel Spaß. Oder keine Angst vor einem Skorpion. Ist das hilfreich, keine Angst zu haben? Schau dir mal ein kleines Kind an. Wenn da jetzt eine Schlange da nebendran wäre oder ein Skorpion, was würde ein Kind, das diese Gefühle noch nicht entwickelt hat, Furcht, Hoffnung und so weiter und so fort, also nicht so wie bei erwachsenen Menschen. Weil dieses kleine Kind keine Furcht hat, wird es vielleicht mit diesem Skorpion spielen wollen und das kann tödlich enden. Das heißt, diese Furcht, die wir haben vor giftigen Tieren und so weiter, die ist gut. Ja, also das heißt, das ist lebensnotwendig. Kein Mensch sagt, ja, warum haben wir Menschen Angst vor Skorpione? Sondern sie sagen, Alhamdulillah, dass der Adrenalinspiegel steigt, der Herzschlag schneller wird. Das ist alles eine Schutzfunktion, dass wir nicht sterben. Und so ist es auch mit der Furcht vor Allah. Diese Furcht vor Allah ist ein Schutzmechanismus, dass du die Sünden nicht leichtfertig umsetzt, dass du Hemmungen hast. Sagst, nee. Was wäre, wenn ich jetzt sterben würde? La ilaha illallah. Das wäre ja ein schlechtes Ende. Ja, das ist ein Schutzmechanismus. Stell dir mal vor, du würdest immer, möge Allah uns bewahren, das ist ja leider manchmal der Fall, weil unser Iman manchmal schwach ist, du würdest immer sündigen, ohne zu zucken. Dann würdest du ja nie einen Grund haben, dass du nicht in die Sünde verfällst. Und das müssen wir verstehen bei diesen Namen. Allah Azza wa Jal, wie einige immer leider schlecht behaupten über Allah, Allah subhanahu wa ta'ala will nicht, dass du dich quälst mit diesen Namen. Er ist der Bezwinger und so weiter, der Gewaltige und er ist streng im Bestrafen und so weiter. Allah Azza wa Jal hat Adam aus dem Paradies rausgeschmissen. Adam, den er mit seinen Händen selbst erschaffen hat, für den er die Engel sich niederwerfen gelassen hat. Yani, er hat ihn so geehrt, aber am Ende hat er ihn rausgeschmissen wegen einer Sünde. Es waren ja keine 10 Sünden. Es war eine Sache und zack, raus war er aus dem Paradies. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala ist auch streng, aber er hat ihm vergeben. Wann? Weil Adam um Vergebung gebeten hat. Iblis hat auch die Sünde begangen, ist auch rausgeflogen aus dem Paradies. Also hat auch eine Sünde begangen, ist rausgeflogen aus dem Paradies. Aber warum hat Allah Azza
Iblis gar nicht die Vergebung verlangt hat. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist gnädig mit denjenigen, die auch Gnade verlangen. Also dieser Name oder die, auch die anderen Namen, die die Furcht mehren im Herzen vor Allah subhanahu wa ta'ala, sind sehr, sehr wichtige Namen, damit du dich beschützt. Und deswegen, wenn jemand eine Sucht hat, dass er sündigt, eine bestimmte Sünde immer wieder ein Verlangen hat, dann sollte er natürlich auf der einen Seite versuchen, sich zu überlegen, was ihm alles entgeht an Lohn im Paradies. Guck mal, es gibt dies, es gibt das. Ja, wir wollen in der Dunya Party. Yawm al-Qiyamah gibt es, Alhamdulillah, genug Zeit für Party und du kannst alles machen, was du dir wünschst im Paradies. Manchmal sind die Herzen so schwach, dass das nicht reicht. Dann braucht er die Dosis Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Dass er sagt, okay, du hast es nicht verstanden, dir ist das Paradies egal, dann hör mal zu, Allah ist der Gewaltige. Allah ist der Bezwinger, das sagst du deiner Seele, dass man Furcht hat vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war derjenige, der Allah am meisten gefürchtet hat, wie er alaihi salatu wasallam sagte, ich bin derjenige, der Allah, also von euch, der Allah am meisten fürchtet. Obwohl er ganz genau weiß, er ist ein Gesandter Allahs. Obwohl er weiß, Allah hat ihm alles vergeben. Und obwohl er weiß, er ist der beste Mensch überhaupt. Und trotzdem hat er die Furcht. Warum? Schutzmechanismus. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Das ist keine Qual, sondern es ist etwas Wichtiges. Genauso wie der Schmerz. Stell dir mal vor, du würdest keinen Schmerz mehr empfinden. Dann würdest du deinen Salat schneiden und am Ende hast du Fingersalat und nicht Blattsalat. Warum? Weil du hast nicht gemerkt, dass du deine Finger abgehackt hast. Das heißt, Schmerz ist wichtig für den Erhalt des Körpers. Damit du überhaupt merkst, warum sind denn diese Krankheiten so fatal? Möge Allah uns bewahren und uns heilen, wie Krebs und Diabetes und so, weil es keinen Schmerz gibt. Du merkst es nicht. Erst wenn es vorbei ist, Assalamu alaikum, Endstadium Krebs, Diabetes ist schon zu weit, hat alle Organe angegriffen, der Zucker, tot, Assalamu alaikum. Aber andere Krankheiten, wo es sofort wehtut, die kannst du sofort behandeln. Und genauso ist es mit diesen Aspekten. Allah Azza wa Jal will nicht, dass wir ihn hassen, sondern er will, dass wir ihn lieben. Und manchmal brauchen wir diesen Instinkt, dass wir Schmerz empfinden, dass wir Furcht empfinden, damit wir uns vor den Gefahren schützen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen ein gutes Ende geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Glauben in unseren Herzen stärken. Wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.